Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit Balui und Katze. Ich bin Balui. Obwohl ich eigentlich Balui bin. Nein, guck mal, Katze, ich habe einen neuen Trecker gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben das ja angekündigt in der letzten Folge, dass wir einen Trecker kaufen und dafür den gemieteten High-End-Trecker weggeben und kaufen uns einen neuen High-End-Trecker von dem Geld. Er ist rot. Ich habe ihn extra nicht wieder in Orange gekauft, damit ich nicht durcheinander komme. Ja. Als würde das helfen. Rot und Orange ist doch fast das Gleiche. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier. Ich habe Gras gesammelt. Du bist hier. Gesammelt. Danke. Danke. Ich habe Gras für Katze gesammelt. Katze, kann ich die in die... Ich will kein Katzengras. Ah oh nein, du bist da noch am Silage. Okay, das ist also alles schon fertig. Ich bin auch hier. Du machst aber es bitte in die Äußerste. In die Äußerste, nicht in Warum die... Warum denn in die Äußerste? Weil ich sonst nachher beim Abpumpen mit dem anderen Becken wieder Probleme krieg wegen Gras. Ja, weil du also dumm bist. Nein, nein, nein. Ja, weil nein, ich dumm nein. bin, Blauli. Wenn du das so sagen willst, dann ja. Was wieder Miri? Nein, nein, nein. Fast wäre ich hingefallen mit meinem Pickup. Aber ich wollte gerade sagen, fast wäre ich hingefallen. Wo ist denn der neue Traktor? Hast du ihn? Kaboom. Ja, ich habe ihn. Natürlich hasse ich ihn. Habe ich ihn, meine. Du hast ihn. Fies. Du hast gefragt, ob ich ihn hasse. Hast du ihn? Man sieht ja nur von links irgendwie Miri herbrettern. Ja, und Ausfahrt nicht gekriegt. Ausfahrt nicht gekriegt. Stell dich einfach hinter mich. Dich sieht keiner. Okay. Wir sind Zwillinge. Ja, wir sind Zwillinge. Die weiß jetzt nicht, welcher der Neue ist. Genau. Das ist unerkennbar. Der Grüne ist der Neue, ne? Ich ja. stehe hier nur so. Der Grüne ist der Neue. Den du extra in Rot gekauft hast. Ich muss ja mal dazu sagen, also der Grüne kommt aus meiner ersten Ehe, der grüne Anhänger. Und der Rot-Grüne, der kommt aus der Ehe zwischen dem Traktor von Balui und mir. Deswegen ist der auch Rot-Grün. Ich finde, ich passe dazu. Ich finde, Blauli hat einen Arsch offen. Hallo, ich füll gerade ab. Du füllst dich gerade, ja, dann sollte ich dich erst recht hier rausholen, glaube ich. Nix. Ja, guter Versuch, Miri. Ich muss ein bisschen mehr Gras holen, ich habe noch nicht genug. Nee, ein so ein Ding passt leider nicht damit. Weißt du, was cool ist, Katze? Ich glaube, wir haben Miri eingesperrt im Dreieck. Nee, ich kann hier theoretisch hinten rausfahren. Nein, Vieh, du machst. Oh, dann sperr's ab. Geht nicht, du wirfst mich gerade dabei um. Nein, sie sind gekommen. Sie hat bei der Flucht... Ja, jetzt hängt sie fest. Jetzt hat sie Pech gehabt. So. Nein. Warum? Was hat sie lässt lieber den Pickup zurück. Lull. Sie rennt einfach selber weg. Sie hat den Pickup zurückgesetzt. Nee, sie hat ihn zurückgelassen. Ich bin geflüchtet mit ohne dem Pickup. Das ist doch dein Pickup. Miri, du hast das Fließband hier verschuckt. Was? Verschuckt. Was denn verschuckt? Was verschuckt, kennst du nicht? Verschuckt, ne. Das ist doch wieder logisch, dass du das nicht kennst. Hattest du jemals Deutschunterricht? Das sollte ich mal lieber dich fragen. Oh, ich war sehr gut in dem deutschen Unterricht. Ich nicht, ich war richtig doch. Scheiße. Also auf mich wären viele Leute... ich war wirklich auch kacke in Deutsch. Wir hatten ja nie so Interpretationsdeutsch oder so ein Kram, so von wegen, interpretiere dieses Gesicht, Gedicht. Nee, das ist Hauptschule. Das hat dabei aufgehört, dass man dann irgendwann mal diesen Spruch von wegen, den heute alle lustig finden, so mit Genitiv und Dativ und so. Miri! Genitiv ist dem Dativ sein Tod oder sowas. Ja, Genitiv ins Wasser, dann ist es Dativ. Genau. Hä? Ja. Das ist ja toll. Miri! Also ich find Deutschunterricht, Lehrer sind immer scheiße, was Deutschunterricht angeht. Also ich kenne keinen fairen Lehrer, der, weißt du, dann interpretier mal eine Kurzgeschichte. Ja, da fällt ein Stein ins Wasser und bla. Und dann erzählst du, der Stein, der könnte ich sein, der da ins Wasser fällt, bla. Interpretierst du irgendeine Scheiße da rein und dann sagt er, nö, 6, nö, ist nicht das, was in meinem Lehrerlösungsbuch drinsteht. Nö. Und dabei wäre das genauso eine plausible Erklärung wie alles andere auch. Als ob ich nicht mir irgendeinen Scheiß ausdenken könnte, was das bedeuten könnte. Aber also ich weiß nicht mal, was Interpretation ist. Das war bei uns das immer. Wenn du es richtig begründet hast, dann zählte das auch wenn es kein richtiger Lösungsvorschlag war. Eigentlich. Ja, bei uns nicht. Also wie gesagt, ich hatte das nie, irgendwie Interpretation zu irgendwelchen Texten und sowas. Ja, aber wenn es darum geht, in solche... Musst du aufholen. Ich denke, dir... das müssen wir üben. Ja, du, aber mal ohne Scheiß, ich glaube, dass das... Ich glaube, dass ich sowas leichter interpretieren kann als ihr. Und nicht Google.
Nee, nichts Google. Interpretieren. Es geht ja nur darum, irgendwelche Zusammenhänge oder Schlüsse darin zu sehen, die man theoretisch als Lehre oder theoretisch als irgendeinen Umstand bezeichnen kann, der erwähnenswert ist, oder? Das ist nicht alles. Nein, du musst auch Zeug rausfinden, was da für bestimmte Sachen im Text gemacht wurden. Wenn zum Beispiel drei Wörter hintereinander mit dem gleichen Buchstaben anfangen, ist das was Besonderes, das auf irgendwas hinweisen kann. Okay, also ihr könnt mir da gerne mal... Kunst, wenn man da interpretieren musste. Das war immer witzig, wenn man da wirklich jeden Scheiß schreiben konnte. Das ist, deswegen, was sagt uns dieses Gemälde? Weiß ich nicht, welche Drogen Sie nehmen. Du kannst die Zeit wieder runterstellen für die Felder. Es hat gerade angefangen zu regnen. Wenn zu mir ein Lehrer kommt und sagt, was sagt uns dieses Gemälde, dann würde ich dem sagen, lieber Lehrer, egal was Sie rauchen, mir sagt das Ding nichts. Das Problem ist, Miri, das Wetter, ich weiß nicht, ob das Wetter nicht auch von der Zeit abhängig ist. Das wäre aber scheiße. Ich habe nichts zu tun. Das wäre super kacke, ja. Mein neuer Rechner ist da. Oh! Vor zwei Tagen angekommen. Vor zwei Tagen angekommen, steht jetzt hier gerade links neben mir, wird gerade mit allen möglichen bespielt. Und die neue Netzwerkkarte ist in der Lage, meinen Router komplett auszulasten. Ja. Das ist sehr interessant, das hatte ich noch nie. Ja, schön. Ich hatte durch die Beschleunigung gerade eben, ich habe die komplette Adobe Cloud runtergeladen. Also meine Daten plus Premiere Pro, Media Encoder, Photoshop, After Effects und Audition, okay? Die fünf Programme, die fünf Sachen habe ich runtergeladen. Ich habe dafür nicht einmal 20 Minuten gebraucht. Was für eine Leitung hast du da bei dir liegen? Na, 200.000er. Cool, da würde ich ja nur 10 Minuten brauchen. Ja, ich weiß halt nicht, warum das so schnell ging. Versteh's nicht. Vielleicht ist das neue Cloud-System eher, dass es weniger runtergeladen wird? Ne, die Dinger sind ja immer noch riesig, die Programme. Ja. Ich habe aber auch zum Beispiel CSGO. Premiere 2 GB, als geht. Es sind 8 GB, glaube ich, die ganze. Ja, nee, aber ganz außerhalb davon. Meine Cloud wurde ja auch synchronisiert und da sind ja auch so, keine Ahnung, 30 GB drin oder so. Ganz davon abgesehen habe ich CSGO innerhalb von 3 Minuten runtergeladen gehabt. Das ist 7,9 GB plus Patchen. Ja, das ist doch geil, wenn das so schnell geht. Also, was ja, aber warum ging es halt beim alten Rechner nicht so schnell? Ja, hast du jetzt alles auf, warte, Katze, hast du alles auf eine SSD gepackt? Nee. TeamSpeak muss nicht auf eine SSD zum Beispiel. Das liegt auf einer anderen Festplatte. Aber eine, wie soll ich sagen, also die Daten sind ja sehr begrenzt auf die Festplattengeschwindigkeit, ne? Zum Beispiel so mit, brauchst du halt schon. Ja, schon klar, das ist schon klar. 100 MB die Sekunde ist, glaube ich, Limit im Moment oder 400, irgendwie bei normalen IDE-Platten. Ja, ich habe ein Ding. Also ich habe ja zwei verschiedene Platten. Ich habe einmal diese Chipkarte, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also diese SSDs, die du theoretisch in Expresslot packen kannst irgendwie. Ja, die für Laptops halt zum Einbauen, ja. Ja, nee, die Dinge. Ja, da gibt's diese Karten, die man in Laptops einbaut. Das sind diese, die sehen ein bisschen aus die wie... Die sind performance-stärker. Ja, die sind aber performance-stärker als die normalen SSDs. Ja, aber die kommen halt normalerweise in Laptops. Du hast was vergessen. Ja, ich weiß, das kriege ich nicht mit. Dann muss ich nachher nochmal im Kreis fahren. Okay. Soll ich wieder schneller machen, damit schneller aufhört zu regnen? Ich glaube nicht, dass der Regen dahingehend unterwegs ist. Sicher, dass das Wetter nicht zeitabhängig ist? Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Nee, aber ich habe da wieder alles Mögliche gemacht. Und ich werde ja zum Beispiel mit überwachten Ordnern und so arbeiten und dann von meinem jetzigen Rechner dann die ganze Zeit rendern lassen, während das nicht was aufnehmen. Damit das einfach schon währenddessen gerendert ist. Weil der dann sowieso hier bei mir steht und an ist, theoretisch. Und den werde ich auch gleichzeitig... Ja, schneiden ist, noch. Ja, schneiden tue ich bei mir auf dem Rechner, auf dem Hauptrechner. Ja. Fluss. Und meine Volumen sind dann im Internet freigegeben und dann haue ich dieses Projekt, nur diese Projektdatei mit den Sachen, wo ich alle Sequenzen geschnitten habe. Alle Sequenzen, die im Root-Verzeichnis liegen, werden automatisch gerendert. Okay. Die haue ich in den überwachten Ordner von Media Encoder und der rendert die Dinger dann innerhalb von der kürzesten Zeit durch beim alten Rechner. Das ist schon mal cool. Das Ding. Das ist halt das Coole. Und der neue Rechner, mit dem könnte ich auch rendern, der wäre ja jetzt wahrscheinlich nochmal ein Stückchen schneller, wenn ich zum Beispiel auf eine SSD rendern würde. Das ist ein Taschenrechner oder was? Nee, der neue Rechner ist, der hat... In dem neuen Rechner könnte ich auch rechnen, ja, okay. Rendern, nicht rechnen, Entschuldigung. Ich weiß. Ja, sie... Das ist auch so lustig. Ich hab mir neulich die Sachen dann davon geguckt, dazu kommt bei mir wahrscheinlich irgendwann noch ein Video, wenn ich mein Studio baue. Weil ich das höchstwahrscheinlich auch noch mit einem Video für Elgato und so verknüpfen muss und das dann halt alles da zusammen gemacht ist. Auf jeden Fall
ich glaube, der neue Rechner würde weit stärker rendern, weil eben Möglichkeit gibt, auf eine SSD zu rendern. Die habe ich hier bei mir momentan ja nicht. Und dazu gibt es noch die Möglichkeit, dass ich hier halt momentan irgendwie einen 3077er habe, glaube. Prozessor, also ein Intel i7 3077. Und im neuen habe ich einen 7820er drin. Okay, cool. Deswegen. Ja, könnte eventuell schneller sein, aber die Grafikkarte ist gleich geblieben. Wieder 1080 Ti oder sowas? Nee, 1060. Die 1060 ohne Ti dahinter hat mir immer komplett gereicht. Und das habe ich auch mit einem gewissen... Minecraft, ne? Ja, auch für alle anderen Spiele. Geld, ich habe Silage verkauft. Geld. Bin ja die ganze Zeit am Abfüllen von Silage. Geld. Was macht Miri eigentlich Produktives nebenbei? Ich erkunde die Gegend, weil ich ja nichts zu tun habe, weil ja meine Felder... Ja, aber du könntest auch alles andere machen. Du könntest Rasen mähen, du könntest Holz hacken, du könntest, egal, Bäume fällen und Bäume wegtransportieren. Weiß ich nicht, wie es geht. Dann nimmst du dir einfach den Trecker, wo... Ich ja, dann nehme lernst meine halt. Kettensäge und fälle hier hinten, genau. Wo ich jetzt bin, Bäume. Genau, kannst Kettensäge, nimmst dir den Mini-Trecker und schnappst dir damit einen Baum und bringst ihn zum Baumschmuser. Aber es gibt keine Bäume. Da bei dem Sägewerk gibt es alleine Bäume, die kannst du alle fällen und alle dahin. Die haben wir gepflanzt dort. Welche Bäume? Die sind da beim Sägewerk. Nicht zu übersehen, in einer Reihe, mit Reihe und Glied. Mit Reihe und Glied? Eben, Entschuldigung. Naja, kurz noch abschließend zu der Sache, weil ich den Satz angefangen habe. Die 1060 habe ich ja auch mit einem Grund zusätzlich nochmal geholt, weil wenn ich mir irgendwann eine bessere in den Hauptrechner reinschmeiße, schmeiße ich die zweite 1060, weil das ist exakt die ich auch im Rechner drin habe, in den anderen Renderrechner und pack die in Verbund. Damit ist dann nochmal Leistungssteigerung. Ja. Jetzt darf nur nichts kaputt gehen, weil es ist bei mir ja das alte Geschehen, dass immer wenn was Neues kommt, wenn ich was Neues kriege oder etwas Altes ersetze, irgendwas kaputt geht. Ja, du musst mal lieb mit den Sachen umgehen. Es hat schon angefangen. Der Stuhl, den ich als Übergangslösung hatte, fängt jetzt auch auf einmal an, dass die Feder wieder aufhört zu funktionieren. Katze, darf ich dir mal einen lieben Rat geben? Also, ich habe aufgegeben, nach einem vernünftigen Stuhl zu suchen. Und ich bin mit Miri einfach in einen Möbelladen gefahren und habe mir so einen Ohrensessel gekauft. So einen richtig schönen, bequemen Sessel, wo du sonst normalerweise so vom Fernsehen hockst oder so. Die sind so niedrig. Ein-Mann-Sessel. Die sind super cool. Ich habe extra nach oben geguckt. Passt noch nicht ins Auto. Er passt zwar nicht ins Auto. Deswegen kaufen wir uns jetzt ein größeres Auto. Miri will ein größeres Auto haben. Aber so ohne Witz, also ich habe auch gedacht, das wäre zu niedrig. Aber es ist nicht zu niedrig. Ich habe ja ein bisschen geguckt, so, ja, welches ist die höchste und so mit der Sitzfläche von, ich glaube, 45. Aber ich habe ja keine Standardhöhe als Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist ja selber nochmal, mein Schreibtisch an und für sich ist ja Plan zur Fensterkante. Bei mir. Ja, aber dann sehe ich ihm die Beine ab oder so. Nein, also... das hört sich gut an. Valoya hat die Mafia-Lösung. Ein Stuhl für unsere Gewichtsklasse kostet halt 700 Euro oder 800 oder sowas, wenn du was Vernünftiges hast. Ich hatte ja mal was Vernünftiges und dieser Stuhl ist mir zweimal kaputt gegangen. Ja. Und ich garantiere dir auch, ich werde bei dieser Firma den vollen Rent machen, wenn die mir nicht ein Ersatzmodell, das besser ist, zuschicken. Weil der ist schon zweimal kaputt gegangen. Ich will, dass die mir die bessere Variante davon schicken. Und wenn der mir dann auch in einem Arsch zusammenbricht, dann... Ja, aber ich habe mir jetzt einfach so einen coolen Sofastuhl gekauft. Also so ein Sitzsofa für 250 Euro. Und das Ding ist erstens mega bequem. Kann nicht kaputt gehen, weil es auf vier festen Füßen steht. Und es ist halt einfach, ey, keine Ahnung, man sitzt halt auch angenehmer vom PC. Klar, es ist jetzt nicht so eine Arbeitshaltung, aber ich könnte hier den ganzen Tag drin chillen, weil es ist einfach gemütlich. Du kannst dich auch zurücklehnen, so ein bisschen Ohrensessel-Style, nicht ganz bis oben hin die Ohren lehnen, aber auch eine hohe, lange Lehne und so. Louis kriegt übrigens Geld dafür, dass er das gerade bewirbt. Ich habe nicht vom internationalen Rentnerverband. Ey, fies! Und, also ich finde es besser als jeden Gaming-Stuhl. Tut mir leid, zwar... Wir hatten irgendwie einer, der von uns die kleinen Kitten gekauft hat, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, nee, sowas könnte man doch nicht vor einen PC stellen. Da würde er die Pimpanellen kriegen, wenn er sowas sieht, weil er halt irgendwie mit Bürostühlen die ganze Arbeit sagt, ich würde so Rückenprobleme da drin kriegen. Aber ich sitze doch hier gerade drin und so. Ich meine, das heißt, jeder, der auf dem Sofa sitzt, kriegt Rückenprobleme oder was? Na, die Leute, die den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, werden da schon Probleme haben. Aber die sitzen meistens auch nicht, sondern liegen.
Ich kenne keinen, der den ganzen Tag zu Hause hockt und Fernsehen guckt zum Beispiel, auch aus den alten Generationen, die lagen alle nach einer Zeit. Die sind nicht mal gesessen, sondern die haben sich hingelegt. Wir haben gar keinen Fernseher. Wir haben einen, der steht in deinem Schlafzimmer. Wir haben aber keinen, der funktioniert. Der kann nur Amazon Prime. Ah, dafür kriegst du Geld, oder? Ja. Übrigens, habt alle mit Amazon Prime. So, dankeschön. Ich bin gegen die Wand gefahren, weil ich es kann. Gemacht. Ja, nee, aber das ist halt eine gute Alternative, Katze. Das wollte ich dir nur mal so gesagt haben. Also für mich ist es das Beste. Wir waren natürlich in vielen Möbelhäusern. So Ikea kannst du vergessen, da kriegst du nichts in der passenden Größe. Aber woanders halt, gibt ja noch andere Locations, sag ich mal. Ja, das ist... Ich würde mich einfach mal über eine Firma freuen, die auch wirklich das liefert, was dran steht. Wenn das irgendwann mal der Fall ist, dann bleibe ich bei dieser Firma auf Lebenszeit. Weil das kann ja, halt echt nicht angehen. Dann musst du dir, also mein Bruder hat sich für die Firma so einen 700-Euro Gaming-Stuhl gekauft. Der ist extra für ganz schwere, große Leute. Dabei ist mein Bruder gar nicht schwer, aber er ist groß. Und ja, der, den ich hatte, war ja auch für und große und schwere Leute. Der hat eine riesengroße Auflagefläche mit Federkernen im Sitz und so. Nicht nur mit Stoff und so, sondern so richtig cool halt auch die Sitzfläche. Doppelt so groß wie normal, gefühlt. Und so weiter. Ja. Das ist so einen hatte ich ja auch mal. Also ich hatte einen Racingstuhl, den ich dahingehend hatte, der so eigentlich ganz cool war. Was denn ist das? Ach, ich bin auf dem falschen Ding drauf. Aber du hast ihn kaputt gemacht. Nein, der ist zum zweiten Mal kaputt gegangen. Ja, was machst du denn drauf? Machst du irgendwie, wippst du den ganzen Tag? Nein, ich sitze sogar eigentlich unigermaßen, also ich zappel schon ein bisschen rum, das ist klar. Aber normalerweise eben nicht. Also ich bin nicht irgendwie, dass ich hier hardcore durch die Gegend gestikuliere. Und selbst wenn, ist das ja alles in der Garantie von einem Stuhl mit drin, dass ein Stuhl, wenn er 2 Jahre halten soll, nicht keine 2 Jahre oder 3 Jahre hält, nur weil die Person sich in diesem Stuhl auch bewegt wie ein normaler Mensch. Das kann ja nicht sein. Dieser Stuhl hat 3 Jahre Garantie, wenn sie nicht drauf sitzen. So kommt mir das immer vor. Das erinnert mich so an meinen Vater, der mal einen riesen Fass aufmacht, weil sein Schlauchboot, was 30 Jahre in der Garage lag, und man es dann einmal benutzt, irgendwelche Plastikteile abreißen und der dann mal den Fass aufmacht und das war 30 Jahre heile, da ist nichts dran gekommen, kaum hast du das Eimer in die Hände, ist es kaputt. Ja, warum machst du auch das Schlauchboot kaputt? Ja, Fini. Ist nicht nett. Was soll denn sowas? Das ist genau das gleiche, wie wenn die seine bewegen sie sich 3 Jahre lang nicht. Ja, aber hast du schon einmal reklamiert? Einmal habe ich schon reklamiert, dann haben sie mir einen neuen zugeschickt. Von da aus ging ja dann die neue Ding wieder. Ja, es fängt nicht die neue Zeit an, ne? Das weiß doch. Ich. Nein, tut es nicht. Es fängt die neue Zeit an. Nein, tut es nicht. Steht doch sogar da Nein. drauf auf dem Lieferschein, du Baum. Nein. Doch. Sei denn, du hast es neu bezahlt, aber hast du nicht. Mein Stuhl ist kaputt gegangen. Dann kam ein neuer Stuhl, ebenfalls mit einer Garantie von dem gleichen Zeitraum, wie der Stuhl den davor hatte. So, aber sie müssten es nicht. Also ja, selbst wenn sie es nicht machen müssten, wäre er immer noch in der Garantie des alten Stuhls. Der ist ja innerhalb von 2 Jahren zweimal kaputt gegangen. Ja gut. Katze, wollen wir zusammen Diät machen? Können wir machen. Machen wir zusammen noch ein... Wir machen... Halt, stopp, nein. Wir machen beide einen Instagram-Account dann, wo wir jeden Morgen unser Gewicht posten. Ich dachte mit Bauch. Mit Bauch. Nacktbild vorm Spiegel. Nacktbild, das kann ich leider nicht machen. Das ist, wenn ich oberkörperfrei bin, dann denken die Leute, ich wäre ein Kriegsopfer. Ich bin überall vernarbt und alles. Das ist richtig so schlimm. Ja, das ist schon manchmal extrem. Ja, und ich bin behaart, das kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Ja. Aha. Er kennt's nicht. Das ist, oh mein Gott, was ist dir denn passiert? Sag ich auch zu jedem Affen, weil er behaart ist. Wer kennt's nicht? Ja, ja, wir machen das. Also, ich weiß nicht, ich habe mal davon gehört, dass die Bohnen so ein cooles Buch rausbringen wollten. Was so abnehmen im RPG-Style, ja? Keine Ahnung, ob es das schon gibt oder irgendwann erst rauskommt oder so. Auf jeden Fall. Das wäre doch mal was. Und dann müssen Katze nicht jeden Morgen unser Gewicht posten. Ach, du ahnst es nicht. Hast du denn schon Instagram? Jeden Morgen reicht nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche? Na, jeden Morgen wird Gewicht gepostet. Wird zur Tagesroutine. Also ich habe einen Instagram-Account, ja.
Na. So, meiner wird gerade fanverwaltet, also beziehungsweise modverwaltet von einem meiner Mods. Ja, das Problem war, also es gibt einen Fake-Account von mir, den haben auch irgendwie viel zu viele Leute abonniert. Den hat irgendwer mal gemacht, aber der macht da keine Bilder drauf. Und dann gibt's halt meinen normalen Instagram-Account, wo ich halt so Alltägliches von mir mal poste. Nicht hundertprozentig regelmäßig, aber ich versuche schon so alle Tage bis zwei Tage mal ein Bild rauszuhauen. Und da hätte ich auch kein Problem, Gewichtsposting zu machen. Muss ich mir aber vor eine Waage holen, die mich messen kann. Ja, das gilt für mich auch. Aber das ist auch funny hart, das Gewicht offen zu legen, so. Ich meine, ist ja auch jetzt nicht so, als wenn ich nicht oft genug in den Kommentaren irgendwas kriege. Du bist fett, nimm mal ab. Ja, das ist aber, die Zahl sagt ja sowieso das Gleiche an. Das ist, wenn du die Zahl postest mit der Intention abzunehmen, dann ist doch schon die Aussage von denen, nimm mal ab. Ich gehe ja auch nicht zu einem Verkäufer, die gerade Regale einfüllt und sagt, jetzt räumen Sie mal das Regal ein. Das ist halt Schwachsinn. Ja, aber du kennst meine Zuschauer. Ja, aber diese Zuschauer gehen mir tierisch weit am Sack vorbei. Leute, wenn ihr mir vorschreiben wollt, was ich für Content machen soll, oder mir vorschreiben wollt, wie ich mich zu benehmen habe, dann geht bitte irgendwo hin ins Tierheim, adoptiert eine Katze und versucht die zu trainieren, aber lasst mich in Frieden. Arme Katze. Arme Katze, ja. Welche Katze? Die Katze, mit der wir reden, oder? Nee, die aus dem Tierheim. Ach so. Ja, aber ich, der Fairness halber, glaube ich, oder befürchte ich, dass du noch ein bisschen mehr Gewicht hast als ich. Deswegen das weiß ich. Das letzte Mal, wo ich mich gemessen habe, war ich auf 170 Kilo. Ich glaube nicht, dass ich das gehalten habe. Scheiße, ich bin bei 150. So viel trennt uns nicht. Oder ich bin wahrscheinlich eher 160. Das ist ja bei dir wird man es aber, bei dir wird man es aber extremer sehen zu Anfang. Weil sich, wenn du abnimmst. Weil ja, sich weil das für dich, bist. Genau, weil sich das für dich besser verteilt. Das sieht bei dir schneller förmiger aus. Toll. Aber wir posten ja nicht den Bauch. Deswegen. Ich würde es halt erstmal versuchen, dass wir das. Also ich weiß halt nicht, ob wir das beide so von so schaffen. Also ich kann es halt probieren. So, ich weiß nicht, ob wir das so durchhalten, weißt du? Wenn wir erstmal sagen, wir machen es erstmal ein halbes Jahr oder wir machen es nur zwei Monate oder drei oder so. Einen Monat mal ausprobieren. Einen Monat als Anfang. Und wer im Prinzip prozentual von seinem Gewicht am meisten abgenommen hat, wie bei The Biggest Loser, ja, der... Hatte ich auch neulich auch einen Kommentar in den Kommentaren. Mach doch bei The Biggest Loser mit. Habe ich nur so zurückgeschrieben, yo, wenn ich meine Seele verkaufen will, dann mache ich das an den Teufel. Ich an RTL. Was soll denn sowas, Alter? Naja, aber wir sind schon bei 23 Minuten. Oh shit. Heiliger Joghurtbecher. Balui und Katze machen eventuell einen Abnehm-Vlog. Da würde mich die Meinung jetzt mal interessieren. Also genau, und mit wöchentlichem Video, wo man halt vielleicht... Cool. Da kann man sich ja dann mal hinstellen und zeigen, ob sich was getan hat oder nicht. Man muss sich ja nicht das T-Shirt ausziehen. Oder so. Man kann ja erzählen, was man in der Woche so gemacht hat. Ja, genau. Und wie man sich dabei fühlt vor allen Dingen, auch von wegen... Ich bin also, fertig. So Psychologe. Und wie fühlen sie sich dabei? Dick. Ich weiß jetzt schon, dass mir es wehtut, auf Süßigkeiten zu verzichten. Und zwar so richtig hart. Mir wird es eher wehtun, nicht mich gesund zu ernähren, sondern mich überhaupt zu ernähren. Weil momentan ist es ja so, dass ich dann was esse, wenn ich gerade dran denke, weil ich sonst immer vergesse, was zu essen. Und dann habe ich nichts da und dann mache ich halt schnell Hamsterkauf irgendwie oder bestell irgendwas und das ist halt übel schnell gemacht. Naja, klar. Ist halt das Problem. Ich habe den Vorteil, dass Miri halt in letzter Zeit sowieso ein bisschen gesünder kocht als sonst. Aber auch da muss ich dann halt aufpassen. Nix wird kocht. Morgens ein Apfel, mittags ein Apfel, abends ein Apfel. Und ich mach die Essig. Kannst du dich noch an die Essig-Diät erinnern? Apfel bei uns. Ich koche nur noch für mich auf sofort und Balui kriegt einen Apfel. Cool. Und einmal in der Woche darf er zu dem Apfel noch ein Stück Senf haben. Aber nur ein bisschen was an Senf drauf. Ich würde gerne... Ja, mit einzelnen Regeln und wir sollten uns vielleicht auch noch überlegen, was wir uns dann Gutes tun dafür, ja? Vielleicht sponsert euch ja irgendjemand. Genau, Leute, wir suchen einen Sponsor, der uns jeden Monat für jeden verlorenen Kilo 10 Euro gibt. Ja, oder demjenigen, der am meisten abgenommen hat am Ende. Also, ich finde, oder, also, klar sollten wir uns vielleicht beide ein bisschen damit belohnen, aber vielleicht sollten wir auch ein bisschen
Konkurrenzkampf daraus machen. Ein bisschen nur, Konkurrenzkampf. Aber okay. Ich weiß noch nicht wie und was. Aber da können wir uns noch überlegen. So, wir haben jetzt gerade ein sehr interessantes Thema für uns selber angestoßen. Wir haben eine halbe Stunde aufgenommen. Wir wollten heute, glaube ich, ein paar Videos aufnehmen. Es wird immer enger. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das ist mir, ich sag Moderation. Und bleibt voll Rio. Ja, Gesundheit. Bis dann. Tschüss.